ist denn der Wort? Endlich. Nach so langer Zeit. Das Sierra Madre. Mein. Warte. Geh nicht in die Vault. Und nichts anfassen. Da unten könnte es noch mehr Fallen geben. Ein weiteres Sicherheitssystem. Sie verstecken sich immer noch hinter ihren Bildern und Bildschirmen. Versteckt? Kaum. Gefangen. Meinst du, du wärst der Erste, der die Casinotür geöffnet hat? Nein. Ich tat es ebenfalls. Mit anderen Händen, anderen Körpern. Danach war ich gefangen. Einmal eingeschlossen, kam ich nicht raus. Bis mich dein Pip-Boy-Signal in der Villa erreichte. Dann wurde alles anders. Und hier bist du. Sie schulden mir einige Erklärungen. Wirklich? Für was denn? Deine Gier? Neugier? Du bist aus freien Stücken hergekommen. Keiner hat dir eine Waffe an den Kopf gehalten. Ich habe deine Pip-Boy-Archive gesehen. Deine Kartenmarkierungen. Du hast wie ich das Sierra Madre-Signal aufgefangen und konntest nicht widerstehen. Wenn du meinst, ich wäre verantwortlich, nein, mich trifft keine Schuld. Du hättest dir das Halsband auch selber angezogen. Wie haben sie es geschafft, auf meinen Pip-Boy zuzugreifen? Du hörst dich an, als hättest du noch nie ein Robco-Terminal gesehen. Keine Maschine ist idiotensicher. Sie wurden erschaffen, um uns zu gehorchen. Das Betriebssystem des Pip-Boys hat Schwächen. Ein Vorteil für jeden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wenn auch nur oberflächlich. Es ist allerdings nur eine Maschine. Seine wahre Schwäche ist derjenige, der ihn trägt. Und so gingst du mir in die Falle. Wie meinen Sie das? Das Ding um dein Handgelenk ist eine Bequemlichkeit. Es sagt dir, wohin du gehen sollst, was du machen sollst. Und stumpft dich ab. Vielleicht hat es dir geholfen, den Sierra Madre-Sender zu finden. Aber es ist heute genauso wie in der alten Welt nur eine nutzlose Krücke. Bevor das noch weitergeht, habe ich dann noch ein paar Fragen. Neugierig. Glaube ich gern. Lassen wir uns Zeit. Unser Verhältnis war bisher ein wenig zu einseitig. Selbst für meinen Geschmack. Na, bin ich mal gespannt. Was willst du vom Sierra Madre? Was will ich? Waffen. Sicherheit. Eine eigene Zitadelle. Das Madre ist all das. Es ist eine Festung und eine Waffe. Und die Chance, noch einmal neu anzufangen. Sobald ich seine Archive öffne, kann ich die Mojave so formen, wie ich möchte. Ich verstehe nicht, wie dir dabei ein Casino aus der alten Welt behilflich sein kann. Die Wolke ist etwas Einzigartiges auf meinen Reisen. Ihre Nähe zum Sierra Madre ist kein Zufall. Derzeit beschützt sie das Casino, konserviert es. Sie kann auch andere Relikte der alten Welt konservieren und gleichzeitig reinigen. Und soweit ich die Hologrammtechnologie erforscht habe, war die Big Empty-Anlage leer. Nur im Sierra Madre funktionieren Hologramme wirklich. Ordentlich? Das ist wohl ein Scherz. Die Hologramme hier töten Unbefugte. Das ist es, was ich will. Wenn man einen der Sender in ein Kampfgemenge wirft, gibt es kein Entkommen. Es ist wie Licht in den Händen halten. Man kann es nicht bekämpfen. Nur brennen sehen. Wie eine tragbare Armee. Und jeder gegen dich stirbt. Das ist alles, was du willst? Nein, eine Sache möchte ich noch vom Sierra Madre. Seine Beute. Die Maschinen, die die Straßen und Korridore bevölkern. Sie versorgen jeden mit allem. Vielleicht waren sie in der Vorkriegszeit gewöhnlich zu vernachlässigen. Jetzt sind sie viel wertvoller. Du weißt es. Sie halfen dir, am Leben zu bleiben. Ja, da hat er leider recht. Wozu würdest du sie verwenden? Lebensmittel, Vorräte, medizinische Hilfe, Munition, mehr Halsbänder, vielleicht sogar eine eigene Währung. Einen eigenen Staat. Die Wolke erlaubt mir, reinen Tisch zu machen. Die Halsbänder bedeuten Zusammenarbeit. Hologramme, Verteidigung. Die Automaten sorgen für alles andere.
das Sera Madre-Kanationen aufbauen und zum Einsturz bringen. Mittels seiner Technologie und der richtigen Anwendung. Na super, wir haben also einen Größenwahnsinnigen vor uns. Es wird ja immer besser. Du bist nicht mehr als ein Mörder, der einen Massenmord begehen will. Ich ein Mörder? Unsinn. Dann wäre dein Halsband schon längst hochgegangen. Es sorgt für Gehorsam und fördert Zusammenarbeit. Überleg mal, wärt ihr ohne diese Halsbänder in das Casino gekommen? Nein. Die Natur des Menschen wäre euch wie immer in die Quere gekommen. Wusstest du, dass ich dafür die Halsbänder ständig neu anpassen und die Spielregeln neu schreiben musste? Tja, wie wär's denn, wenn du dir selbst mal ein Halsband umlegen würdest, Vater Elijah? Dann reden wir mal weiter. Naja, aber wovon genau redest du da eigentlich? Jedes Mal, selbst mit den Halsbändern an den Hälsen, betrogen sie sich gegenseitig, übten Mord und Totschlag, um in das Sierra Madre zu gelangen. So ein Irrsinn. Sie hätten alles haben können. Sie waren so nah dran. Aber sie haben sich immer wieder die Köpfe eingeschlagen. In das Sierra Madre zu kommen war nicht leicht. Aber die Gier auszuschalten war unmöglich. Darum habe ich die Todmannschalter eingebaut. Also hast du Wahnsinn mit Wahnsinn beantwortet. Wenn dein Leben an ein anderes gebunden ist, Aufopferung und Mitarbeit, man kann sie konditionieren, lernen, sich auf das direkte Ziel konzentrieren. Gier kann besiegt, im Zaum gehalten, kontrolliert werden. Du selbst weißt es am besten. Hoffe ich. Wie auch immer. Ich glaube, wir werden noch eine ganz schöne Lektion jetzt mit den Goldbarren erleben, denn nur unsere Gier bringt uns ja dazu, alle jetzt einfach einzustecken und dadurch sind wir überlastet. Aber schauen wir doch mal weiter. Wie hast du mich hierher gebracht? Die Frage höre ich immer wieder. Du solltest fragen, wie sie vorhaben, hier wieder rauszukommen. Die Kette beginnt mit dem ersten Halsband, verbunden mit dem nächsten und so weiter. Meine Fallen waren in der ganzen Einöde verstreut. Die Kette endet mit dem Supermutanten, obwohl das Halsband bei ihm unnötig war. Er benötigte nur ein wenig Führung. Was ist denn mit dem seiner Stimme gerade passiert? Naja, also jemand anderes mit einem Halsband hat mir eines angelegt. Wer? Der Mutant. Er hatte eines der Halsbänder verschluckt. Danach war er mein. Das Halsband war nicht einmal mehr notwendig. Seinesgleichen existiert einzig dafür, Befehle zu empfangen. Sie sind Soldaten. Einfach und dumm. Er tat, was ich wollte, auch ohne Todesandrohung. Selbst als ich nicht mehr mit ihm sprach, verließ er die Villa, um nach Opfern in meinen Fallen zu suchen. Aus Gewohnheit. Er muss dich in einer davon gefunden haben. Er hat es vermutlich vergessen. Er erinnert sich nur an meine Stimme. Er legte dir das Halsband um und schleppte dich an, weil er es nicht besser weiß. Dieses Kindhafte, diese Gier sind in seinem Naturell verhaftet. Wenn Dork mir ein Halsband angelegt hat, wieso hat er dann nichts gesagt? Dork? Passt. So habe ich ihn genannt. Sie wissen ja, warum er es vergaß. FEV hatte sein Gehirn zerstört. Sein Gedächtnis ruiniert. Womöglich hat er den Weg doch verinnerlicht. Ich bezweifle es. Er orientiert sich anhand von Gerüchen und Instinkten. Aber man konnte ihn abrichten. Weißt du, wie man hier rauskommt? Klar. Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Keine Sorge. Ich gebe dir eine Karte für den Heimweg oder zeige ihn dir, wenn wir hier fertig sind. Bestimmt, natürlich. Da ist noch was, das ich wissen muss. Frag. Noch ist Zeit. Allein wegen diesem Lachen, naja. Jetzt, wo ich hier bin, kommst du runter? Nein. Ich gehe kein Risiko ein. Nicht, wenn ich so nah dran bin. Nicht schon wieder. Ich kann warten.
und es mir leisten, vorsichtig zu sein. Du? Du bist da unten eingeschlossen. Dies ist der einzige Eingang. Und ich habe freie Hand in Sierra Madre. Ich habe Zeit. Mehr als du. Und es könnte weitere Fallen geben. Ich schicke noch ein paar Kundschafter rein. Du bist einfallsreich. Und ich will nichts dem Zufall überlassen. Wenn du nicht hier runterkommst, zerstöre ich die Vault und alles, was sich darin befindet. Na super. Ja, das machen wir mal. Nein, ich glaube kaum. Dadurch wurden vermutlich nur weitere Sicherheitssysteme ausgelöst. Falls die Vault überhaupt etwas abbekommen würde. Das Sierra Madre ist für die Ewigkeit gebaut. Es hat sogar den Krieg getrotzt. Ich bin sicher, die Vault ist ebenso geschützt. Du selbst bist dem Signal gefolgt. Du willst hinter die Geheimnisse des Casinos kommen. Du bist neugierig. Trotz der Gefahren. Wissenschaft 75. Alles, was es braucht, ist ein einziges kaputtes Terminal oder Holoband. Du könntest den Zugang zu den Daten zerstören, nicht die Daten selbst. Außerdem würde es Sicherheitsvorkehrungen dafür geben. Vielleicht zu viele Sicherheitsvorkehrungen, wie du ja bereits bemerkt hast. Du weißt um die Werte da unten. Du würdest das Sierra Madre nicht eher als dich selbst zerstören. Wenn du deine Drohungen gegen mich oder das Sierra Madre nicht unterlässt, kann ich dich nicht gebrauchen und löse dein Halsband hier und jetzt aus. Es gibt eine Verzögerung von mehreren Sekunden und eine Warnung, dann fliegt das Halsband in die Luft. Gibt's noch was anderes? Nee. Schlau. Wer auch immer das Sierra Madre entworfen hat, war besessen davon, mit Frequenzen und Signalen herumzuspielen. Ich komme runter. Wir treffen uns am Vault-Eingang. Widersetzt du dich, löse ich das Halsband aus. Und wenn es die Vault gleich mit erwischt. Gut. Aber jetzt machen wir natürlich nochmal eine einzige Sache. Okay, optional schleichen sie unentdeckt aus der Kammer der Vault und lassen sie Elijah in eine Falle tappen. Und zwar, wir können ja jetzt eigentlich wahrscheinlich die Tür, die Geschütze aktivieren. Das System wird der Zugriff verweigert. Warum? Ich verstehe das nicht ganz. Die Tür ist offen. Ich verstehe es nicht ganz. Moment. Wir können den Vater Elijah also in eine Falle tappen lassen. Hat es was hiermit zu tun? Wahrscheinlich nicht. Was ist denn jetzt unsere Möglichkeit? Wenn wir da jetzt rausgehen, dann macht er uns ja fertig. Okay, Moment. Wir speichern nochmal schnell. Ich verstehe nicht, wieso wir die Geschütze jetzt nicht benutzen können. Ich meine, wir haben uns das jetzt freigehackt mit Wissenschaft 100 und gebracht hat uns gar nichts. Nanu? Was ist das? Dieser Alarm? Was? Das gesamte Gebäude steht unter meinem Kommando. Sicherheit. Waffen. Die Zeit ist gegen dich. Sie war es immer. Können wir es vielleicht jetzt hacken? Ja! Wachgeschütztürme werden neu programmiert. Mal sehen, was ich tun kann, um die Geschütztürme zu halten. Die sollen jetzt richtig mal auf den Dings ballern. Auf den Elijah ballern und wir warten mal hier. Ich glaube nämlich, die kriegen den down. Ja, sieht man. Die Geschütztürme machen den Blatt. Ich glaube, das war's, ne? Ah, ne, nicht ganz. Ja, der geht down. Na komm, tötet ihn. Tja, Elijah. Tja, ja. Okay, deine Gewänder darfst du behalten. Gaussgewehr! Das nehmen wir mit. Nein! Wo müssen wir denn hin? Nein! Dieses Wichsspiel. Nein! Dann kommen sie aus der Sierra Madre Vault, bevor der Halsband explodiert. Nein, nein, nein. Sag mir bitte, dass der Eingang jetzt direkt hier ist.
Ich will die Barren mitnehmen. Ich muss 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 die Barren mitnehmen. Das sind Hunderttausende von Kronkorken. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, Freunde. Nein, wir schaffen es nicht. Nicht, wenn wir überladen sind. Ja, das war's. Fuck. Wo habe ich ihn schnell gespeichert? Wann war denn das? Spielzeit 34.7.12. Na super, das sagt mir jetzt viel. Toll. Toll, dann müssen wir es nochmal neu laden. Fuck. Ne, wisst ihr was? Ich lasse mich jetzt draufgehen erstmal. Boom. Yay, das war's. Fuck, wir müssen die Barren da lassen. Ah, das ist verdammt mies. Das gibt's doch nicht. Wir bräuchten irgendwas, womit wir... So, okay, Moment. Wir machen es jetzt nochmal anders. Können wir es jetzt machen? Komm. Nein, natürlich nicht. Na nun? Was ist das? Dieser Alarm? Was? Du, das gesamte Gebäude steht unter meinem Kommando. Gleich nicht mehr. Waffen. Seine gesamte Technik. Alles mein. Leb wohl, mein Freund. Die Zeit ist gegen dich. Sie war es immer. So. Scheiße. Alter, wir sind mit über 1000 Punkten überladen. Fuck. Scheiße, das gibt's doch einfach nicht. Das ist doch so mies. Dieses ganze Spiel ist so mies. Alter, das darf nicht wahr sein. Das heißt... Ja, wie viele müssen wir denn jetzt wegwerfen? Ich werfe jetzt mal 15 weg. Das ist immer noch viel zu viel. Es ist immer noch zu viel. Ey, jetzt haben wir nur 8 Stück. Das ist ein Witz. Alter. Ich kann so viel nicht tragen. Das geht einfach nicht. Es sei denn... Wie viel wiegt denn die Rüstung? 20, na super, das ist nicht mal ein Bahn. Aber wir können den Killeranzug nicht einfach wegwerfen. Scheiße, wir müssen noch einen Bahn wegwerfen, das geht nicht anders. Das darf nicht wahr sein. Und was passiert? Mal ganz blöd, wo sind jetzt die Bahn? So, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt schon mal zum Ausgang laufe. Und dann kriege ich ja das Gauss-Gewehr nicht. Okay, das wird wieder nix. Weil ich müsste eigentlich das Gauss-Gewehr mitnehmen, oder Freunde? Ich weiß es nicht, weil ganz ehrlich, ich denke mal, das ist ziemlich geil, ne? Ich bräuchte irgendwas, womit ich mich schneller bewegen kann. Aber ich werde jetzt hier schon wieder sterben, ich weiß. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, wenn man überladen ist. Es ist wirklich so gemacht. Es muss doch einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, und es gibt einen. Einen gibt's. Und der heißt Gauss-Gewehr liegen lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt geht. Elia? Na nun? Was ist das? Dieser Alarm? Was? Du glaubst, das gesamte Gebäude steht unter meinem Kommando. Freundchen. Sicherheit. Waffen. Seine gesamte Technik. Alles mein. Die
Zeit ist gegen dich. Sie war es immer. Wir probieren es jetzt einfach, Freunde. Vielleicht ist das Gauss-Gewehr wirklich die ultimative Waffe. Ich bin jetzt aber ganz ehrlich und sag... Oh nee, jetzt ist der Au... Oh, fick dich. Jetzt ist der Ausgang hier oben zu. Oh, ich glaube, er ist tot. So. Ich probiere es jetzt mal auf diese Art und Weise. Jetzt haben wir zumindest einen minimalen Vorsprung. Aber ich glaube, es funktioniert trotzdem nicht. Und dann tut es mir leid, dann müssen wir leider alle Goldbahnen hier liegen lassen und so zum Ausgang tuckern. Ich weiß halt auch nicht, wie weit der Ausgang weg ist. Der könnte ja sonst wo sein. Das ist ja das Problem, aber ich glaube, der ist da hinten bei den Wachen, ne? Also bei den Hologrammen, meine ich jetzt, wo das Hologramm herkommt. Es wird immer schneller und immer schneller und immer schneller und immer schneller, aber ich glaube, der Ausgang ist noch viel zu weit weg. Ja, es kann nicht funktionieren. Das Spiel ist so gemacht, dass es nicht funktionieren kann. Ja, es ist so. Leider ist es so. Ich weiß halt auch nicht, wo ich lang muss, ne? Also von daher... Wir gucken noch mal kurz. So, Moment. Moment. Wir gucken mal kurz auf die lokale Karte. Vorstandssuiten. Das ist ja direkt da rechts. Wie komme ich denn da hin? Hä, muss ich da jetzt einmal ganz außen rumrennen? Das kann doch nicht sein. Okay, Freunde, ich schmeiße jetzt die Bahn weg. Und wir speichern jetzt hier mal an. Wir speichern jetzt hier mal regulär. Sorry, dass es jetzt so lange dauert, ne? Aber ganz ehrlich, Freunde. Ich will das Gold. Wisst ihr eigentlich, wie sich der weitere Spielverlauf ändert, wenn wir hier das Gold mit rausnehmen? Das wäre so ultra geil. So ultra geil. Ach, aber jetzt gucken wir mal. Sonstiges. Tja, dass ich bei Goldbahnen immer bei Hilfsmittel gucke, ist natürlich auch. Spricht für mich. So. 113. So.